Guten Abend, meine Damen und Herren. Rios Tageszeitungen hatten auf Seite 1 gestern zwei Aufmacher, wie das in der Journalistensprache heißt. Giankacek zieht seinen Botschafter aus Washington zurück und Pele tritt zurück. Pele tritt zurück ist eine Nachricht, die nicht neu ist, aber die Tatsache als solche ist in Rio de Janeiro, ja in ganz Brasilien, immer noch Gespräch. Nummer 7, Filipovic. Ein junger 18-jähriger Mann, der erst sein zweites Länderspiel bestreitet, Nummer 9. Und Djajic, der heute die Kameras des brasilianischen Fernsehens haben sich im Augenblick noch auf die brasilianische Elf konzentriert. Pelé bekreuzigte sich in diesem Augenblick als Brasilien, überraschend ohne Tostan, der am Mittwoch gegen die Tschechoslowakei relativ stark gespielt hat, aber in dieser Begegnung verletzt wurde und wahrscheinlich eine Beinverletzung. Sehr gefährlicher Schuss von Ihnen, Rogier. Pelé. Zurückzugehen, dass der Eckball korrekt ausgeführt wird. Doppelecke diesmal von der Hand. Pelé. Der einer der möglichen Nachfolger Pelés sein könnte, da sieht man es. Und Pelé. Ja. Ja. Tekinja. Rückpass. Und Tor. 1:0 für Jugoslawien. Durch Djajic. In der 33. Minute. Sehr starker Beifall des objektiven brasilianischen Publikums. Nur zu verständlich. Vielleicht verspricht man sich davon eine besondere Anfeuerung für die Brasilianer, für die eigene Elf von dieser Führung der Jugoslawen. Gesehen, er nimmt den Ball sehr geschickt auf, war sofort mit zurück in die Abwehrreihen und erwartet, bis seine Mannschaftskameraden dann mit nach vorn gehen, bis jemand anzuspielen ist. Pelé Gerson und Nana und das war natürlich Pech für den jungen Virginio.
Rivellino. Clodoaldo. Bälle und hinein. Vorbei. Vorbei. Noch vor Wochen wäre es wahrscheinlich ein Tor gewesen. Vor Jahren mit Sicherheit. Noch 45 Sekunden, dann ist die internationale Fußballlaufbahn des Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, beendet. Und im Augenblick lauert er ganz vorn, vielleicht auf seine letzte Chance zum Erfolg zu kommen. Da war er am Ball. Das ist er wieder. Sequinha, schön freigespielt. Und Pelé. Und Pech hat er natürlich auch. Und noch einmal Pelé. Und Pelé. Santos. Und das war im Jahr 1956 und wie ich schon einmal sagte, bereits ein Jahr später bestritt er hier im Maracanã-Stadion für Brasilien sein erstes Länderspiel. In Europa noch keiner kannte, holte er zusammen mit den Großen der damaligen Jahre Didi, Vava, Garrincha, Zagallo zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft für Brasilien in Schweden an. Das ist symbolisch. Pelé zieht das Trikot Nummer 10 aus und er lässt auf dieser Ehrenrunde hier im Maracanã-Stadion seinen Gefühlen freien Lauf. Pelé, der Weltstar, weint. Damit hat diese Verabschiedung etwas Sentimentales, was natürlich auch bei der Begeisterung und der Verehrung für Pelé hier in Brasilien zu erwarten war. Wir sagen Adios, Pelé. Fußball hat keine Zeit für Sentimentalitäten, meine Damen und Herren. Das gibt kein Zurechtstellen. Der Abwehrmauer, Rivellino läuft an. Marco Antonio, Gerson. Rivellino. Siebter Eckball. Die Jugoslawen haben nur noch Djajic am Mittelkreis stehen. Und sechs Spieler außer dem Torhüter im eigenen Strafraum. Sequinha. Achtung. Achtung und Tor. Tor. Tor durch Gerson.
Akimovic. Und mit der Nummer 8 Oblak. Ein herrliches Tor. Torschütze Jerkovic. Aber Felix ist ein bisschen zu spät nach diesem Ball gesprungen. 2:2. Jugoslawien hat ausgeglichen. Ja, und jetzt muss der Gegenstoß kommen. Nur zwei Brasilianer noch in der Abwehr. Wunderbar. Querpass. Jerkovic. Da hätte man auch indirekten Freistoß entscheiden können. Schlägt sich mit drei Brasilianern. Achtung, Achtung. Ja. Natürlich benutzen die Jugoslawen diese kurze Zeitspanne zur. Aber das alles hilft nicht. Tausende, um nicht zu sagen 10.000, wandern bereits enttäuscht aus dem Maracanã-Stadion ab, während Pelé hier auf der Ehrentribüne wie immer umlagert wird von Reportern, Autogrammsammlern, von Reportern. Nun kommt der Querpass, wovon drei oder vier Angreifer auf den Steilpass waren. Und ja, Tor! Abseits wird nicht gegeben. Abseits. Und Schlusspfiff im Stadion von Rio. 2:2 trennen sich Brasilien und Jugoslawien im Fußball-Länderspiel. Und wenn ich noch einen Augenblick Zeit habe für eine kurze Schlusskritik,